Ihr habt jetzt wieder mal zum richtigen, wichtigen Zeitpunkt einen wichtigen Sieg gelandet. 3:0 am Betzenberg, das war wirklich beeindruckend, muss man sagen. Also nicht nur das Ergebnis, sondern auch eure Vorstellung. Wie viel Selbstvertrauen gibt euch das jetzt, vor allem auch fürs Pokalheimspiel gegen Düsseldorf? Ja, das tut richtig gut und das musst du aber richtig einordnen. Ich glaube, dass wichtig ist, dass man sieht, was du in der Lage bist, aber nicht, dass du denkst, jetzt läuft's. So glaube ich, Kaiserslautern auch selber erlebt. Die haben in Hamburg ein richtig gutes Spiel gemacht und das hat denen, glaube ich, auch nicht geholfen gegen uns, weil da haben sie gleich gesehen, dass jedes Spiel von null losgeht und das Gegner, egal ob es Regensburg oder Hamburg heißt, muss hochfahren. Und das gilt bei uns gleich doppelt, würde ich sagen. Und wir haben englische Woche gut begonnen, das mussten wir mitnehmen, aber warten harte Spiele auf uns und da musst du wirklich an deine Grenzen oder drüber gehen, um da erfolgreich zu sein. Auf was für ein Spiel können wir uns erwarten? Also, dass Düsseldorf auf Wiedergutmachungskurs ist oder Jan oder der Jan den Schwung mitnimmt in die Partie oder eher doch ein Abtasten wie im Pokal? Ja, das kommt drauf an. Also, so wie wir zu Hause beginnen, hoffe ich, dass wir das jetzt nochmal einen Platz bringen, dass wir gleich Vollgas-Fußball spielen. Wir haben am ersten Spieltag eine 17 Sekunden Tor geschossen. So einen Anfang wünscht man sich immer, aber es kommt alle paar Jahre. Ich erwarte ein intensives Spiel, weil Düsseldorf will auch nicht zu viel taktisieren oder irgendwas auf irgendwas anderes spielen, außer auf einen Sieg. Die haben viel Qualität, vorne vor allem sehr viel Speed, sehr viel, ja, individuelle Qualitätsspieler, die aus jedem Lagen Tor machen können und wir müssen aufpassen und nicht denken, na jetzt haben wir zweimal richtig gut performt, jetzt einfach Vollgas, weil das kann auch schnell um die Ohren fliegen. Also wir müssen schon aufpassen, dass Ihoa und die Jungs, die da wirklich viel Tempo haben, nicht so viel Raum hinter uns kriegen, weil das ist schon gefährlich.